Guten Abend miteinander. Was mir wichtig erscheint, um 5G zu stoppen, ist Folgendes. Dass wir uns nicht spalten und nicht spalten lassen. Das ist schneller gesagt als getan. Das gemeinsame Ziel ist klar, stopp 5G. Aber die Probleme, Krisen auf dem Weg zum Ziel haben gerade dieses Spaltpotenzial. Große Probleme sind bewusste Verdrehungen, nicht objektive Informationen, propagandistische Medienberichte oder Totschweigen der Gefahren, Verunglimpfung als Fanatiker oder gar als Verschwörungstheoretiker. Diese Probleme lassen uns scheitern oder wir nutzen sie, um noch vereinter miteinander anzupacken. Das heißt, jede Bewegung, die das gleiche Ziel vom Herzen mitträgt, als willkommene Ergänzung annehmen. Wir vernetzen uns noch mehr, statt uns verhetzen zu lassen. Bravo. Hier trennt sich aber auch der Streu vom Weizen. Nur wenn ich mich auf das gemeinsame Ziel, Stopp 5G, fokussiere und die Parteizugehörigkeit oder was uns sonst noch unterscheidet, der anderen stehen lasse, bekommen wir richtig Schlagkraft. Bleibe ich aber an den Unterschieden der anderen hängen und bin zu eitel, zu stolz, um mit Linken und Rechten in der gleichen Mannschaft zu spielen, ist der Erfolg unwahrscheinlich. Darum, packen wir das Mobilfunkproblem wie die Feuerwehr, das Brandobjekt. Da fragt keiner, wer ich bin, sondern jeder ist froh um die Hilfe des Nachbarn. Das ist mein Anliegen, dass wir wie die Feuerwehr als ein Team aus vielen Gruppen 5G stoppen. Als 5G-AD-Gruppe sind wir im Kleinen ganz praktisch so ein Gebilde von unterschiedlichen Berner, die mit ihrem Nationalratsflyer und auf eine andere Art jeden Stimmberechtigten neu auf das 5G-Problem aufmerksam machen und eine Alternative bieten gegenüber der reinsten Form des Wahnsinns, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig noch zu hoffen, dass sich von selbst etwas ändert. Und wo ich einen weiteren Schwerpunkt sehe, ist die weiter verbreitete Lüge, selber kann ich ja eh nichts machen. Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen. Jeder Einzelne trägt durch sein Verhalten zur Gesamtproblematik bei. Die Mobilfunklobby argumentiert zwar, dass es 5G braucht, weil immer mehr Daten über das Handy laufen. Sind wir uns aber bewusst, dass unser Handykonsum keine Privatsache ist und krasse Auswirkungen hat? Mein Handyverzicht dagegen schwächt die Mobilfunkbranche. Es kommt in letzter Konsequenz auf jeden Einzelnen an. Wie das Gewicht einer Tonne aus einer Million von einzelnen Grammen besteht, so setzt sich die Mobilfunkkatastrophe aus dem Verhalten jedes einzelnen Nutzers zusammen. Die Veränderung beginnt also bei mir persönlich. Ich verzichte auf ein Handy, kontaktiere, wenn immer möglich, Festnetzanschlüsse und kämpfe mit, um unsere gemeinsame Vision Stopp 5G ans Ziel zu bringen. Dazu brauchen wir Ausdauer und Entschlossenheit. Diese zwei Eigenschaften führen uns ans Ziel. Ade 5G. Ich möchte noch auf die Unterschriftensammlung von Open Petition aufmerksam machen. Dort hinten ist ein Stand. Wer noch nicht unterschrieben hat, geht bitte unterschreiben. Und nützt die Wahlen nicht für mich, aber für diese Leute, die wirklich hinstehen und für unsere Sache kämpfen. Danke vielmals.